Wir haben eine ziemlich impulsive Rallye gesehen gestern zum Handelsende an der Wall Street, aber das war eine ziemliche Achterbahnfahrt vorher. Wir haben starke US-Futures gehabt gestern vorbörslich im europäischen Handel. Dann kurz vor Kasseneröffnung der Wall Street ging es saftig nach unten, um dann eine massive Rallye zu starten, sichtbar vor allem am Russell 2000, der vorbörslich zum Start des europäischen Handels gestern 1% im Plus war auf Future-Basis, dann Kasseneröffnung minus 1,5%, um dann mit 2,5% im Plus zu enden Richtung Handelsende, also 4% gut gemacht vom Tief zum Hoch, dann zum Handelsende. Ziemlich heftige Bewegungen, hat ja auch mit der Fed zu tun, die hier Finanzwerte nach oben getrieben hat, mit der Ankündigung, bestimmte Beschränkungen für Banken in Sachen Dividenden und Buybacks zu Ende Juni hin zu aufzuheben. Also, da ist eine ziemliche Achterbahnfahrt gewesen und jetzt sind wir aber positiv aus dieser ganzen Geschichte rausgekommen. Wir hatten ja vorher 6 Handelstage in Folge, die letzte Handelsstunde, einen Abverkauf gesehen. Gestern war das Gegenteil der Fall. Ist jetzt die Kuh vom Eis oder ist das nach wie vor eigentlich das normale oder fast unnormale, was wir derzeit sehen, nämlich extreme Volatilität, extreme Schwankungsbreiten, wahrscheinlich ausgelöst durch dieses sogenannte Rebalancing vor dem Quartalsende. Aber schauen wir uns zunächst mal jetzt die Dinge an. Hier sehen wir mal diese Geschichte mit den verschiedenen Indizes, der beste Index hier, der Russell 2000, geht erst rauf, dann geht es runter, dann geht es massiv rauf, dann nochmal runter, dann nochmal massiv rauf. Also eine gewisse Schwankungsbreite war da durchaus festzustellen. Wenn wir uns mal die Indizes anschauen, hier Charts von Michael Silver wieder, Spider, also maßgebliches S&P 500 ETF, sehen wir, wir sind jetzt an die Nackenlinie dieser Schulter-Kopf-Schulter-Formation gelaufen in einem steilen Aufwärtstrendkanal jetzt im kurzfristigen Zeitbild. Da klopfen wir jetzt sozusagen oben an diesen Trendkanal, während der Nasdaq nach wie vor aus seinem Kanal rausgefallen ist, aus seinem Aufwärtstrendkanal nach wie vor eine potenziell inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation hier hat, aber bisher eben doch weit entfernt ist, hier über dieses Hoch zu steigen, dass diese inverse SKS auslösen würde. Also Nasdaq sieht deutlich schlechter aus, muss man sagen. Dow Jones sieht am besten aus. Also dieses Value Play ist nach wie vor intakt. Und gestern auch der Nasdaq, der schwächste Index von diesen allen. Und wir sehen jetzt, wenn wir uns mal wenn wir uns die Rallye genauer anschauen und mal ein bisschen unter die Oberfläche gucken, dann sehen wir zum Beispiel den New York High Low Indicator. Das ist praktisch ein Indikator, der anzeigt, wie viele Aktien erreichen ihr 52-Wochen-Hoch und wie viele ihr 52-Wochen-Tief. Also praktisch höchster Stand seit einem Jahr oder tiefster Stand seit einem Jahr. Und wir sehen hier, da ist die Zahl der Aktien rückläufig, die neue Hochs erreichen. Dagegen steigt die Zahl der Aktien, die neue 52-Wochen-Tiefs erreichen. Wir sehen also, da ist eine Schwäche in der inneren Struktur. Das gilt auch für den Bullish Percentage Index. Das ist ein Breadth Indicator, also ein Indikator für Marktbreite, der Kaufsignale, Verkaufssignale bei Aktien anzeigt. Und hier sehen wir, da sind wir nach wie vor nach unten gerichtet. Also auch hier nicht wirklich das bullische Bild, das wir gestern ja gesehen haben im Handel, bestätigt. Wenn wir uns mal übergeordnet den Nasdaq anschauen, hier auf Quartalsbasis, nehmen wir mal an, wir hätten jetzt das Quartalsende, es gibt ja noch ein paar Handelstage, aber nicht mehr viele, dann sehen wir hier eine relativ unschöne Kerze beim Nasdaq und wir sehen auch, dass wir den Hochpunkt gesehen hatten, als Elon Musk angekündigt hat, Tesla hat Bitcoin gekauft, das war der Hochpunkt und dann auch als MicroStrategy ebenfalls gesagt hat, dass man seine Bitcoin-Bestände massiv ausgebaut habe, das war genau auf dem Top. Normalerweise kommen solche Headlines ja nicht auf Markttiefs, sondern sie tendieren dazu, auf Tops zu kommen, nämlich Mitte Februar. Wie gesagt, noch ist nichts entschieden. Wir haben ein relativ starkes Ziehen und Zerren. Ich will jetzt nicht zu bärisch klingen, gerade nicht als Dauerbulle, wie Sie wissen. Aber schauen wir uns mal das Sentiment an zum Beispiel. Sehen wir hier AAII, also praktisch die Privatinvestoren in den USA, über 50% sind bullish. Das ist einer der höchsten Werte in Relation zu den Bären. Die sind nur bei 20%. Das ist normalerweise ein gar nicht so schlechter Kontraindikator. Also die US-Privatanleger, die sind sehr optimistisch gestimmt und ich hatte diese Grafik immer wieder gezeigt in den letzten Tagen.
massive Zuflüsse in Aktien, in ETFs, in Mutual Funds, also in verwaltete Fonds, gemanagte Fonds. Also da ist man sehr, sehr engagiert, hat sehr viel Geld reingesteckt in diese Geschichten. Und wir sehen auf der anderen Seite, was nicht so passt, wir sehen Dollarstärke. Der Dollar ist eigentlich nach oben ausgebrochen. Euro-Dollar ist das erste Mal seit November letzten Jahres unter der 1,18er Marke. Auf der anderen Seite sehen wir auch, dass Gold darunter nicht leidet unter dieser Dollarstärke. Normal ist ja Dollarstärke nicht so gut für die Märkte, hat man gestern aber ein Stück weit ignoriert. Und wenn wir uns mal die Sektoren hier anschauen, sehen wir Financials besonders stark, Industrials, Materials, also diese Reflationsgeschichte. Financials besonders stark eben aufgrund dieser Ankündigung der Fed mit Dividendenbegrenzungen, Buyback-Begrenzungen wird aufgehoben für die meisten Banken. Wir sehen aber auch dann defensive Sektoren stark, Real Estate, also Immobilien, Utilities, Versorger, Communication Services schon wieder schwach war. Der Sektor, der schon am Vortag schwach war. Also das ist ein gemischtes Bild. Wir haben defensive Sektoren stark, wir haben aber auf der anderen Seite diesen Reflationstrade gestern wieder gesehen, weswegen der Nasdaq der schwächste Index war von den größeren Index. Und normalerweise, und das ist jetzt etwas sehr Bullisches, meine Damen und Herren, normalerweise wird der VIX, also die Wohlererwartung, wenn man so will, der VIX gibt letztendlich die Optionspreise wieder auf die S&P 500 Aktien auf die nächsten 4 Wochen. Das heißt, was erwarten die Anleger für die einzelnen Aktien im S&P 500? Daraus wird dann ein künstlicher Index gebildet, nämlich der VIX. Den kann man allerdings durch bestimmte Produkte derivativ handeln über ETFs, zum Beispiel. Kann ihn auch als Future handeln. Jedenfalls sehen wir, dass es immer wieder am Freitag zu einem VIX-Crush kam. Also das, wie Sven Henrik hier bemerkt, das ist eigentlich das zuverlässigste Muster, das wir derzeit an den Finanzmärkten haben. VIX wird nach unten geprügelt und die Erwartung sinkender Volatilität ist meistens gleichbedeutend mit steigenden Aktienmärkten. Der Freitag war daher zuletzt immer sehr, sehr stark gewesen, eben wegen dem VIX-Crush oder tendenziell stark wegen dem VIX-Crush. Wird das heute wieder passieren? Große Frage. Wahrscheinlich wird dieses Rebalancing-Thema einfach weiterwirken, rauf, runter, runter, rauf mit starken Bewegungen. Aber interessant ist, dass, wenn wir uns mal die sogenannte Term Structure anschauen des VIX, dann sehen, dass wir oder dass diejenigen, die jetzt einen VIX-Future zum Beispiel kaufen, der etwas weiter entfernt ist, der also ein weiter hinten liegendes Verfallsdatum hat, dann sehen wir, dass die einen 20%igen Aufschlag bezahlen dafür. Im Vergleich zum historischen Durchschnitt heißt nichts anderes, als dass man hier davon ausgeht, dass wir Volatilität sehen werden, weiterhin Volatilität sehen werden, auch in den nächsten Wochen und Monaten. So zumindest die Erwartung derjenigen, die sich da absichern wollen und müssen. Schauen wir uns mal jetzt die Zentralbanken an. G4 Central Bank Balance Sheets Projection, dann dürften wir bei 29,6 Billionen stehen am Ende des Jahres 2022. Also die Bilanzsummen gehen immer mehr nach oben und man kann dagegen allerdings China halten. Die Chinesen, die scheinen den entgegengesetzten Weg zu gehen. Hier gibt es Anzeichen, dass China vor allem diese Kredithebelung der Staatsunternehmen deckeln will, denn die sind dabei, ihre Schuldenbestände abzubauen, also eine Art Deleveraging zu betreiben. Und das heißt faktisch auch ein Entzug von Liquidität. Wir sehen heute stärkere chinesische Märkte, auch der Nikkei ist stark. In Reaktion auf das, was gestern die Wall Street noch gebracht hat. Also die Äußerungen auch aus China von Politikerseite, von den Herrschenden, deuten darauf hin, dass man eben doch einen ganz anderen Weg geht jetzt als Europa und die USA, die sozusagen erstmal weitermachen. Die EZB intensiviert sogar ihr QE, die Fed lässt alles beim Alten, aber die Chinesen, die sind praktisch schon ein bisschen auf der Bremse. Und das alles zeigt, dass wir hier letztendlich ein Problem haben, wer die Schuldenhebelung, die in China natürlich nicht unerheblich ist, gerade bei den Staatsunternehmen, massiv. Wir haben ja eine Staatsverschuldung Chinas in Relation zum BIP. Wenn man jetzt zum Beispiel die Unternehmensverschuldung, also die Verschuldung von staatlichen Unternehmen mit berücksichtigt, die Griechenland vor Neid erblassen lässt. Aber wir sehen jedenfalls, wenn wir uns mal die Aktionen der Fed anschauen in letzter Zeit, hier ein Artikel in der Financial Times,
dass der amerikanische Kapitalismus eine Transformation erlebt habe. Das ist eigentlich Unkapitalismus, sollte es jetzt genannt werden. Die Realwirtschaft dient nun dem Finanzsektor statt andersrum. So die These, naja, das ist natürlich ein gewisser Ansatz. Und einer der Profiteure natürlich dieser Ausweitung von Geldmengen, von wir tun alles, was nötig ist, um euch zu retten, nämlich die Finanzmärkte zu retten, weniger die Wirtschaft zu retten. Die Fed-Speaker und andere sagen zwar immer, es geht uns um die Wirtschaft, es geht uns um die Wirtschaft, aber sobald die Aktienmärkte mal richtig nach unten abdriften, wie im März, da wird man dann seitens der Fed eben schon ein bisschen nervös, denn es hängt einfach viel dran. Da ist der Wohlstand der Nation ein Stück weit eben dann betroffen. Und jetzt sind ja diejenigen, die sagen, ja, Bitcoin ist ein Hedge gegen all das, die sollten sich mal den Vergleich zwischen Bitcoin und dem S&P 500 anschauen. Das ist ziemlich eine Soße. Da ist ein sehr großer Parallellauf zwischen Aktienmärkten und eben Bitcoin. Mithin sollte es irgendwann mal, was praktisch extrem unwahrscheinlich ist, gell, aber sollte es mal passieren, dass auch die Aktienmärkte nachhaltig fallen, dann wäre das möglicherweise nicht so toll für Bitcoin. Wir bekommen heute Daten, IFO-Index, 10 Uhr, das wird interessant sein zu beobachten. Gestern hier die Einkaufsmanager-Indizes überragend, das war auch der Grund, warum die US-Futures gestiegen sind, aus Deutschland überragend, vor allem Industrie boomt scheinbar wie noch nie. Mal sehen, was heute der IFO-Index zu sagen hat. Um 10 Uhr, wir haben aus den USA 13.30 dann die PCE-Verbraucherpreise. Das wird auch ein Hingucker. Und wir haben nach wie vor das Thema hier mit diesem Schiff von Evergreen, das hier im Suezkanal quer liegt. Ist ein richtiger Schock. Es herrscht Panik unter den Rädern, denn man weiß nicht, wie lange diese Geschichte so bleiben wird. 13% des Welthandels läuft durch den Suezkanal. Jetzt gibt es da manche wieder, die sagen, ja, das ist doch kein Zufall, ne? Ja, das nichts ist Zufall, gell? Also da ist bestimmt eine massive Verschwörung wieder der Fall. Das ist gerade jetzt passiert, ne? Das hätte ja auch morgen passieren können, gell? Und dann wäre das was ganz anderes. Also das ist eine massive Verschwörung, dass da ein Schiff, ne? Also da hat jemand aber echt, das war schwer, das so hinzukriegen, dass das Schiff dann auch genau so ist, dass das dann blockiert, gell? Aber Bilderberger und so, gell, die schaffen alles. Ne? Also da ist ein ganz großer Plan im Spiel. Und wie groß der Plan ist, sehen wir an den Rettungsmaßnahmen, was Sie da unten sehen, ist einmal mehr der neueste Bagger, der technologische, derzeit herstellbar ist. Mit solchen Mitteln agiert man. Jetzt schaut man seitens der Ägypter auf Hilfe aus den Niederlanden und Israel und versucht hier mal irgendwie eine Lösung herzukriegen. Aber das ist auch ein Thema, diese Verstopfung des Kanals, die sinnbildlich steht irgendwie für eine Verstopfung, die wir derzeit insgesamt haben. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Was für die Bullen spricht, ist der VIX-Crush, der normalerweise am Freitag passiert. Die interne Struktur sieht unschön aus. Gemischtes Bild, unklares Bild. Wir haben dieses Rebalancing und das macht wahrscheinlich dieses Bild schlichtweg so unklar. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderbaren Start in den heutigen Tag und sage Servus und Ciao.